Guten Abend, herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Die EU-Kommission hat sich mit Österreich geeinigt. Zahltag im Streit um blockierte Corona-Hilfen gibt es eine Einigung. Der Kommission gingen die Hilfen in Österreich zu weit. Bremsweg seit mittlerweile 3 Jahren gilt in den Niederlanden. Tempo 100 auf den Autobahnen. Ein Modell für Österreich. Wir diskutieren darüber im Studio mit Klimaschutzaktivistin Anna Freund und Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC. Insel in Flammen. Bei Waldbränden auf der Urlaubsinsel Maui sterben mindestens 36 Menschen. Koste es, was es wolle. Nach Beginn der Corona-Pandemie hat die damalige Bundesregierung enorme Summen in die Hand genommen, um die Wirtschaft über die Pandemie zu retten. Auf 47,7 Milliarden Euro beziffert das Finanzministerium die Gesamtsumme der Corona-Hilfen. Der Großteil ist vor allem in diese Zwecke geflossen: die Kurzarbeit, Gesundheitsmaßnahmen, da vor allem das flächendeckende Testen und Wirtschaftshilfen wie den Fixkostenzuschuss oder den Ausfallbonus. Im Frühjahr musste Österreich dann die Auszahlungen stoppen, weil die EU-Kommission die sehr üppigen Förderungen in Österreich vor allem für Konzerne, die aus mehreren GmbHs bestehen, kritisiert hatte. Nun hat man sich geeinigt, befürchtete Rückzahlungen dürfte es nicht geben. Regina Pöll und Konstanze Ertl berichten. Während der Pandemie muss es schnell gehen. Zu Beginn des ersten Lockdowns präsentiert die türkis-grüne Regierung auch das erste Milliarden-Hilfspaket. Das Motto bei den Corona-Hilfen, besonders für Wirtschaftstreibende: Koste es, was es wolle. Doch im Frühling dieses Jahres zieht das Finanzministerium bei 4.000 Förderanträgen die Notbremse und stoppt die Auszahlung nach Kritik der EU-Kommission. Insgesamt geht es dabei um 750 Millionen Euro. Heute gibt die Kommission nach Verhandlungen mit Österreich bekannt, das Geld darf ausbezahlt werden und Unternehmer, die bereits Geld erhalten haben, müssen es nicht zurückzahlen. Der Finanzminister zeigt sich nach der Entscheidung der EU-Kommission erleichtert und erklärt schriftlich: Diese Einigung ist eine gute Nachricht für Österreichs Unternehmen, die auf die Auszahlung von Hilfsgeldern warten. Die Entscheidung bringt Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen. Davor hatte die EU-Kommission Österreich vorgeworfen, die Obergrenze bei Beihilfen nicht eingehalten zu haben. Immerhin hat die Republik bei der Auszahlung von Corona-Hilfen nicht geprüft, ob einzelne Unternehmen mit Tochter- oder Schwesterunternehmen eine wirtschaftliche Einheit bilden und damit die Obergrenzen durch Mehrfachauszahlungen überschritten wurden. Zum Teil massive Verzerrungen gab es deshalb schon früh, etwa in der Elektronikbranche. Der deutsche Mediamarktkonzern hat mehr als 50 Filialen in Österreich. 44 davon haben als eigenständige GmbHs einzeln Förderungen bekommen. In Summe waren das 12 Millionen Euro. Beim Mitbewerber Hartlauer sind alle fast 160 Filialen Teil der Hartlauer Handelsgesellschaft, also nur einer einzigen GmbH. Hartlauer bekam 1,27 Millionen Euro Förderung. Für den Wirtschaftsforscher ganz klar eine Wettbewerbsverzerrung, die jetzt aber rückwirkend von der Kommission bestätigt wurde. Was jetzt durch die Entscheidung der Europäischen Kommission gemacht wurde, ist, dass dieser Fehler nachträglich saniert wurde, eben die Wettbewerbsverzerrung als nicht existent gewertet wurde und gegeben die ursprüngliche Politik der Europäischen Union und wie sie sonst entscheidet, ist das einigermaßen überraschend und sicher kein Signal für den Wettbewerb. Die gestoppten Corona-Hilfen sollen jetzt rasch verteilt werden, betont der Finanzminister. Nun können die Gespräche mit dem Vizekanzleramt zur Erlassung der notwendigen nationalen Richtlinie hoffentlich zeitnah abgeschlossen werden. Sobald die Richtlinie erlassen wird, kann die COFAG mit der Umsetzung beginnen. Betroffene Unternehmer, die schon lange auf bereits zugesagtes Geld warten, haben bereits mit Klagen gedroht. Jetzt müsse es schnell gehen, fordern sie, denn vielen droht Ende September der Konkurs. Genau das hätten die Hilfen ja eigentlich verhindern sollen. Seit 49 Jahren gilt auf Österreichs Autobahnen Tempo 130. Österreich ist damit im Schnitt vieler europäischer Länder. Nur in Bulgarien und Polen darf man mit 140 km/h schneller fahren. Gar kein Limit gibt es bekanntermaßen in Deutschland. Im Norden, etwa in Schweden oder Norwegen, gelten langsamere Geschwindigkeitsbegrenzungen als bei uns. Seit dem März 2020 haben die Niederlande tagsüber das Tempo auf den Autobahnen auf 100 Kilometer pro Stunde reduziert. Die Auswirkungen des Bremsmanövers sind aber bis heute umstritten.
Die Autobahn zwischen der belgischen Stadt Antwerpen und dem niederländischen Breda ist eine internationale Hauptverbindungsroute. Noch steht am Grenzschild ein Tempolimit von 130, doch das gilt nur mehr nachts. Von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends gilt Höchstgeschwindigkeit 100. Beschlossen hat das die Regierung des liberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte vor über 3 Jahren. Er selbst hasste es, diesen Schritt gehen zu müssen. Denn das Land steckt in einer Stickstoffkrise. In fast allen Naturschutzgebieten waren Grenzwerte überschritten. Man stand vor der Wahl, Bauprojekte einzustellen oder eben Tempo 100 umzusetzen, um Emissionen zu sparen. Bert van Wee untersucht diesen Prozess für die TU Delft und kommt zum Schluss. It has many other advantages apart from nitrogen deposition. Neben dem Stickstoff bringt es viele andere Vorteile, hauptsächlich weil es sicherer ist, langsamer zu fahren. Es spart aber auch CO2-Emissionen und Treibstoff. Die Auswirkung auf die Umwelt ist aber sehr gering. Those three are important reasons, but the impact on nature is very, very small. Da der Start von Tempo 100 mit dem Beginn der Pandemie zusammenfiel, sei es schwer, valide Aussagen über Effekte auf Umwelt oder Verkehrssicherheit zu machen, so der Professor. Klar sei aber sehr wohl. Overall time spent on travel is remarkably stable over time. Die Zeit, die wir Auto fahren, ist bemerkenswert konstant über die Jahre. Geht es schneller, fahren wir weiter, etwa übers Wochenende nach Österreich. Hauptsächlich spart so ein Tempolimit etwa Sprit und CO2. Weniger Freude mit der Maßnahme hat man beim niederländischen Mobilitätsclub in Den Haag, dem Pendant zu den österreichischen Autofahrerclubs. Man würde die Beschränkung gerne aufheben. We feel it's more a symbolic measure. Wir sehen Tempo 100 mehr als symbolische Maßnahme. Man kann Straßenschilder eben schnell mal austauschen. Und es ist sehr publikumswirksam. Die Medien greifen das auf. Für die Politik ist das natürlich praktisch. Wissenschaftlich betrachtet verändert es aber kaum etwas. Und die Bevölkerung? Laut jüngsten Erhebungen hat man sich mehrheitlich mit dem Tempolimit arrangiert. Knapp mehr als die Hälfte der Menschen begrüßen es. Mir macht es nicht so viel aus. Wenn es gut ist für die Umwelt, dann glaube ich, das ist eine gute Maßnahme, ja. How the Dutch say it. Wie man hier sagt, es klappt einfach nicht. Gerade hier an der Grenze, wir fahren 100 und dann, willkommen in Belgien, wieder 120 km/h. Was soll das? Unübersichtlich wird es allerdings oft für Fahrer aus dem Ausland. Also 100 km/h, das ist schon sehr langsam. Bei uns in Frankreich ist es 130, in Belgien 120. Langsamer sollte es nicht sein. Es gilt als unwahrscheinlich, dass eine Nachfolgeregierung das Tempolimit wieder zurücknimmt. Valide, messbare Auswirkungen von Tempo 100 auf Umwelt oder Verkehrssicherheit gibt es noch nicht. Was rausgekommen ist, ist vor allem eine symbolische Maßnahme, an die sich, glaubt man den Umfragen, aber die meisten Niederländer mittlerweile gewöhnt haben. Auch wenn das nicht die eigentliche Absicht der Regierung hier in Den Haag war. Berichtet Robert Siegmund aus den Niederlanden, braucht es Tempo 100 auch auf Österreichs Autobahnen? Darüber wollen wir nun diskutieren mit der Klimaschutzaktivistin Anna Freund von der Letzten Generation. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und mit Bernhard Wiesinger vom ÖMTC. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Wiesinger, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Sie sind ja gegen ein generelles Tempo 100, aber fast 40% der Autobahnen und Schnellstraßen sind ja schon jetzt bereits durch Tempolimits runterreguliert. Warum nicht auch die letzten 60% mitnehmen? Wenn man die Situation in Österreich mit der in den Niederlanden vergleicht, dann geht aus dem Beitrag leider nicht hervor, dass in den Niederlanden ungefähr doppelt so viele Einwohner leben auf der Hälfte der Fläche. Das heißt, es gibt ein sehr dichtes Autobahnnetz, das sehr viel durch Städte führt. Auch unsere Autobahnen, das haben Sie richtig gesagt, sind in der Nähe von urbanen Zentren grundsätzlich beschränkt, wenn viel Verkehr ist, teilweise auch, wenn gefährliche Stellen sind. Dazwischen, zwischen den urbanen Zentren, sind die Entfernungen aber viel größer als in den Niederlanden. Daher vergleicht man hier Birnen mit Äpfel. Und es spricht nichts dagegen, wenn man diese Distanzen überwindet, 130 zu fahren. Frau Freund, auf einer Strecke zwischen Wien und Linz etwa ist die Autobahn, die A1, sehr gerade. Was spricht da dagegen, 130 zu fahren? Ich möchte ganz am Anfang einmal eines ganz klar machen. Es geht da überhaupt nicht darum, ob wir ein paar km/h mehr oder weniger fahren. Es geht um die Klimakatastrophe. Südeuropa brennt, Mitteleuropa steht momentan unter Wasser. Wir haben alle die katastrophalen Auswirkungen von den Überschwemmungen in Kärnten gesehen. Und mit Tempo 100 haben wir eine Maßnahme,
die laut dem Umweltbundesamt die effektivste Einzelmaßnahme im Verkehrssektor ist. Es ist jetzt Zeit zu handeln und wir müssen die jetzt umsetzen. Mhm. Herr Wiesinger, Tempo 100 ist tatsächlich eine sehr einfache, sehr schnell umzusetzende Maßnahme. Sie kostet anders als viele andere Klimaschutzmaßnahmen praktisch kein Geld oder sehr wenig. Warum nicht einfach umsetzen? Ja, zunächst einmal, jeder ist betroffen, wenn er die Bilder aus Griechenland sieht oder die jetzt kürzlich erst aus Kärnten und der Steiermark. Und natürlich überlegen wir sehr viel, was kann man tun, um hier CO2 zu reduzieren, auch im Verkehrsbereich. Wenn man es aber faktisch betrachtet, dann reduziert man durch Tempo 100 auf österreichischen Autobahnen den weltweiten globalen CO2-Ausstoß gerade mal um 1000%. Das heißt, es ist nicht nachweisbar in irgendeiner Form. Und es geht ja darum, was Österreich macht. Auf der anderen Seite haben Sie aber Menschen, die das zu 20% bis 80% ablehnen. Wenn man es dann trotzdem durchsetzt, erzeugen Sie Frust, erzeugen Sie auch Ärger. Und vielleicht auch Ablehnung für Maßnahmen, die sinnvoller wären, weil sie effektiver CO2 reduzieren. Wir schauen uns Maßnahmen an, die vernünftig sind, effektiver CO2 reduzieren und wollen die durchgesetzt haben. Frau Freund, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wie effektiv ist denn Tempo 100? Das Umweltbundesamt, das Sie schon angesprochen haben, schätzt die Effekte auf ca. 460.000 Tonnen CO2. Das ist schon eine ordentliche Summe, das ist schon viel. Allerdings bei Weitem nicht das, was Österreich einsparen muss, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Da geht es um sehr viele Millionen Tonnen CO2. Warum braucht man dennoch Tempo 100? Ja, es ist natürlich klar, dass wir mit einer einzelnen Maßnahme natürlich nicht gegen die Katastrophe ankommen. Es wäre natürlich schön, wenn es so einfach wäre. Aber wenn wir diese unglaublich effektive Maßnahme haben, die uns quasi nichts kostet, die wir morgen umsetzen können und die noch zahlreiche andere positive Nebeneffekte hat. Die Menschen haben durch Tempo 100 sogar am Ende des Monats mehr Geld im Geldtaschel, weil sie weniger tanken müssen. Also wenn wir diese Maßnahme haben, warum sollten wir auf die verzichten? Natürlich wird es ein Bündel brauchen am Ende des Tages. Aber bei Tempo 100 wissen wir unterm Strich, wir haben wenig Aufwand für einen großen Effekt. Etwas, was der Herr Wiesinger auch angesprochen hat, die Maßnahme ist extrem unpopulär. Umfragen in Österreich zeigen etwa 2/3 lehnen diese Maßnahme ab. Die Befürchtung äußert ja nicht nur der Herr Wiesinger, dass man durch diese eine Maßnahme den Klimaschutz ganz generell in der Bevölkerung schlecht konnotiert. Haben Sie diese Befürchtung auch, dass Sie damit andere Klimaschutzmaßnahmen unpopulärer machen? Auf keinen Fall. Das mit den Mehrheiten ist mir natürlich durchaus bewusst. Fakt ist aber auch, die Mehrheit ist in Österreich dafür, dass das Klima geschützt wird. Das sind UN-Umfragen und die Mehrheit ist dafür, dass wir einen Klimaschutz haben. Natürlich muss man das alles immer ein bisschen in Perspektive setzen. Es ist auch die Frage, wie wird die Frage gestellt? Wird nur die Frage gestellt, schnell oder langsam fahren? Oder wird das in den Kontext der Klimakatastrophe gesetzt? Wenn wir über Mehrheiten sprechen, dann haben wir in der Vergangenheit auch in Österreich gute Beispiele, dass unpopuläre Maßnahmen erst nach der Einführung die breite Akzeptanz in der Bevölkerung bekommen. Denken wir ans Rauchverbot. Denken wir an die Gurtenpflicht oder ans Alkohollimit beim Fahren. Da war damals auch keiner begeistert und ich glaube, heute können wir uns alle einig sein, dass das doch ganz gute Ideen waren. Ja. Herr Wiesinger, muss man die Menschen nur überzeugen? Muss man sie mitnehmen? Der Verkehrsbereich hat er seine Aufgaben beim Klimaschutz noch nicht gemacht, also Österreich in vielen Bereichen noch sehr weit hinten. Es gibt deutlich effektivere Maßnahmen als Tempo 100. Insbesondere die Beimengung von alternativen Kraftstoffen zum Sprit zu erhöhen. Es gibt eine Untersuchung der Energieagentur, dass man damit mit relativ kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen die dreifache Menge an CO2 einsparen könnte, das heißt 2019, wie jetzt. Wenn man sich im internationalen Vergleich anschaut, wer tatsächlich effektiv im Verkehrsbereich CO2 reduziert hat, dann ist es vor allem Schweden, 13%. Bis heute sind die einzigen in ganz Europa. Und wenn man sich dann anschaut, was dazu geführt hat, dann sind es dort hohe Beimengungen von alternativen Kraftstoffen, weil weder die Verkehrsleistung zurückgegangen ist, noch beispielsweise der Anteil an Elektroautos signifikant höher ist als in Österreich. Daher ist die Erhöhung der Beimengung eine sehr effektive Methode, die gleichzeitig aber nicht Mobilität verhindert. Was immer vergessen wird, es geht nicht nur um den Klimaschutz, wir müssen auch Mobilität erhalten für die Menschen und wir müssen das Ganze leistbar gestalten. Wenn man alle diese drei Ziele immer vor sich
sieht und alle drei gleichzeitig verfolgt. Und nur dann ist man erfolgreich. Dann kommt man relativ rasch zu Lösungen, wie beispielsweise eben die Beimengung alternativer Kraftstoffe zu erhöhen. Frau Freund, alternative Kraftstoffe, ist das eine Hoffnung, die Sie auch haben? Na gut, man sagt immer, dass die E-Fuels, das sind ja zum Beispiel alternative Kraftstoffe, sowas wie der Champagner der Energiewende. Wir werden so viel davon nicht haben. Natürlich muss man auch auf Innovationen setzen. Wir sagen ja nicht, mit Tempo 100 ist die Sache geklärt. Aber die E-Fuels und diese alternativen Kraftstoffe, die können wir für ganz spezielle Fälle verwenden. Wie zum Beispiel in der Industrie, wo es gar nicht anders geht, oder in Rettungsautos. Den Individualverkehr, den retten wir mit den E-Fuels ganz, ganz sicher nicht. Also zu glauben, dass wir mit diesen Kraftstoffen oder mit irgendeiner Innovation die Klimakrise retten können, das ist einfach nur Wunschdenken. Wunschdenken? Darf ich das vielleicht fachlich aufklären? Es geht nicht nur um E-Fuels. Ja, die werden uns kurzfristig nicht zur Verfügung stehen, da haben Sie recht. Was Schweden getan hat, ist den Anteil an biogenen alternativen Kraftstoffen erhöht, die hauptsächlich aus Altfetten, aus Altölen stammen. Es gibt auch die dritte Generation dieser Kraftstoffe, wo man versucht, und die Experimente laufen, hier Kraftstoff aus Algen beispielsweise zu gewinnen. Das sind Möglichkeiten, die man relativ rasch umsetzen kann. Schweden hat sie bereits umgesetzt. Das ist also keine Zukunftsmusik. Und man sieht, dass sie effizient sind. Dagegen ist Tempo 100 eigentlich nur ein symbolischer Akt. Ja? Das freut die Politik und mich wundert, wenn die letzte Generation hier eigentlich für Themen eintritt oder für symbolhafte Handlungen eintritt und nicht für Maßnahmen, die tatsächlich und nachweisbar uns helfen, CO2 zu reduzieren. Darum geht es uns. Darum für setzen wir uns ein. Frau Freund, Österreich hatte ja mal eine Tempo 140 Teststrecke, so circa 1,5 Jahre. Eine auch nicht ganz unumstrittene Evaluierung der ASFINAG fiel damals aber recht positiv aus, sah einen marginalen Anstieg der Umweltbelastung. Jetzt mag ich gar nicht diese konkrete Studie damals diskutieren, aber die Frage ist ja, sind die realen Effekte solch rechnerischen, davor berechneten Effekte oft sehr viel geringer, als man sich das dann erhofft, denn die Realität ist ja oft sehr viel komplizierter. Kann Tempo 100 tatsächlich das einsparen, was Sie sich erhoffen? Naja, schauen Sie, wir werden in der Zukunft nur um jedes Prozent kämpfen müssen. Es wird nicht reichen, nur Tempo 100 umzusetzen. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Aber unterm Strich können wir es uns nicht leisten, das nicht umzusetzen. Natürlich ist es vielleicht vergleichsweise nicht das, was uns da rausreißen wird. Aber wenn wir uns das anschauen, dann wird es ohne nicht funktionieren. Herr Wiesinger, es geht ja tatsächlich auch um mehr als nur den CO2-Ausstoß. Ein sehr häufig geäußertes Argument ist ja, dass Tempo 100 auch die Straßen deutlich sicherer machen würde. Und tatsächlich sind ja jene Straßen, wo weniger schnell gefahren werden darf, also im Norden, etwa in Schweden und in Norwegen, auch traditionell die sichersten in Europa. Also wäre es nicht auch ein Argument zu sagen, wir machen Tempo 100, um das Sterben auf Österreichs Straßen zu beenden? Also wenn Sie solche Vergleiche machen, dann müssen Sie tatsächlich die Fakten anschauen. Sie haben natürlich in Schweden und Finnland viel weniger Transitverkehr als in Österreich. Wir liegen in der Mitte Europas. Hier fahren, es fährt sehr viel Verkehr, der ganz woanders hin will. Durch. Diese Situation hat Schweden, das am Rande Europas liegt, nicht. Daher, wenn Sie sich in Verkehrsleistungen anschauen, sind die österreichischen Autobahnen sehr, sehr sicher, sind unsere sichersten Straßen, die wir haben. Man wird auch dort Tempo 100 kaum merken in der Unfallstatistik. Das ist ein Fakt. Wir haben sogar teilweise gegenteilige Effekte gehabt, wie Tempo 140 eingeführt war. Auch das haben Sie erwähnt, ging die Unfallrate auf diesen Strecken zurück. Umgekehrt hatten wir den Fall, als in Salzburg Tempo 80 verordnet war, stieg die Unfallzahl. Damals war der Hintergrund, dass die Menschen einfach LKWs nicht mehr überholen konnten, also die Autofahrer LKWs nicht mehr überholen konnten und es dazu zu Opferunfällen kam. Das heißt, die theoretischen Effekte, die man immer vermeint zu prophezeien, muss man sich in der Realität genau anschauen. Wir sind an den Fakten orientiert. Wir wollen Lösungen haben, um den CO2-Ausstoß im Verkehr runterzubringen, aber welche, die funktionieren. Frau Freund, noch ganz kurz zu einem weiteren Thema. Ganz anders läuft ja die öffentliche Meinung zum Tempo 130, zum Tempo 30 in Orten. Da gibt es deutlich mehr Verständnis von der Bevölkerung. Da gibt es auch mehr Bürgermeister, die das fordern, die da mehr Flexibilität auch von der Bundesregierung gerne hätten. Wäre das aus Ihrer Sicht ein vernünftiger erster Schritt oder hat das mit dem Klimaschutz wenig zu tun?
Ja gut, die Forderung, die jetzt am Tisch liegt, ist Tempo 100. Alles, was wir einsparen können, ist gut. Und alles, was wir einsparen können, müssen wir einsparen. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann entgleitet uns die Situation. Und wir werden uns in ein paar Jahren nur wünschen, dass wir jetzt nicht diese Debatte geführt hätten, sondern dass wir uns vielleicht einmal alle gemeinsam bemüht hätten, wirklich eine Zukunft zu schaffen, in der wir alle nur leben möchten. Und Tempo 30 in den Orten, auch das eine Möglichkeit? Ja, es ist auf keinen Fall ein Ersatz, aber können wir gern machen. Ich würde Sie zum Schluss gerne auch noch fragen, zu Ihrer Form der Demonstrationen und Ihres Aktivismus. Da gibt es ja sehr, sehr viel Kritik. Selbst der grüne Vizekanzler sagt, Ihre Art zu demonstrieren würde, Zitat, mehr schaden als nutzen. Wenn Sie die Bevölkerung von Ihren Anliegen überzeugen wollen, ist das dann sinnvoll, die Pendlerinnen und Pendler, den Pendlerinnen und Pendlern Zeit zu stehlen? Ich glaube, über unsere Protestform zu sprechen, das wird noch eine ganz andere Sendung brauchen. Aber Fakt ist, dass unser Protest funktioniert. Ich glaube nicht, dass ihr heute da sitzen wird, wenn ihr mir mit einem Plakat vor das Parlament gestellt hättet. Wir sprechen jetzt auch unter anderem wegen der letzten Generation so viel über Tempo 100. Wir haben es unter anderem geschafft, dass wir das Thema wirklich einmal noch stärker in das Zentrum der öffentlichen Debatte stellen. Es ist ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird. Das ist eine Katastrophe, die auf uns hereinzubrechen droht. Und die verdient die Aufmerksamkeit. Und leider bekommt man die Aufmerksamkeit nicht, wenn man den fossilen Alltag nicht stört. Frau Freund, Herr Wiesinger, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Danke für die Einladung. Und damit in die Vereinigten Staaten. Die kleine Insel Maui gilt als eine der schönsten der Inselgruppe Hawaii. Ein Paradies im Pazifik, das zurzeit von furchtbaren Busch- und Waldbränden geplagt wird. Mindestens 36 Menschen sind bereits gestorben. Auf der Flucht sind zahlreiche Menschen ins Meer gesprungen und mussten von der Küstenwache gerettet werden. Aus den USA berichtet Christoph Kohl. Sogar der kleine Yachthafen des Badeorts Lahaina ist im Flammeninferno zum Opfer gefallen. Viele wurden hier von dem Feuer überrascht, haben versucht, sich in den Pazifik in Sicherheit zu bringen, oft vergeblich. Im Wasser an der Küste treiben noch immer Leichen. Wir versuchen, Leben zu retten. Mindestens 36 Menschen sind in den Flammen ums Leben gekommen. Viele werden noch vermisst. Das Feuer hat sich, angefacht von starkem Wind, mit rasanter Geschwindigkeit ausgebreitet. Binnen einer Stunde hat der Garten unserer Nachbarn gebrannt. Unser Haus war voller Rauch. Wir mussten raus, konnten nichts mitnehmen. Wer konnte, hat die Flucht ergriffen, darunter tausende Touristen. Wir versuchen, die Kinder zu beruhigen. Sie haben Angst. Statt in einem Hotel übernachten wir jetzt in einem Jeep. Die hawaiianischen Behörden rufen Urlauber auf, die Insel so schnell es geht zu verlassen. Rund 11.000 Touristen wurden bereits evakuiert. Die Notunterkünfte werden nämlich für tausende Einheimische gebraucht, die über Nacht obdachlos geworden sind, aber bereits an den Wiederaufbau denken. We rebuild, you know, Lahaina strong. Doch mit Tagesanbruch wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Vom historischen Zentrum Lahainas bleiben nur noch Schutt und Asche. We need help. Wir brauchen Hilfe, viel Hilfe, Gelder, um unsere Häuser wieder aufzubauen. Die Regierung in Washington hat für Hawaii den Katastrophenfall ausgerufen, schickt Hilfe. Die Nationalgarde unterstützt die Einsatzkräfte, nicht nur beim Kampf gegen die Flammen. Unser Fokus ist es, Leben zu retten, Leiden und Zerstörung zu verhindern. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt, aber für viele hier auf der Insel ist klar, der menschengemachte Klimawandel ist einer der Gründe für das Inferno. Diese Waldbrände werden immer intensiver, größer und schneller. Tatsächlich wird das Klima auf Hawaii immer trockener. Die dürre Vegetation war der perfekte Nährboden für die Flammen. Dazu kommt Hurricane Dora, der zwar in 1200 Kilometer Entfernung an Maui vorbeigezogen ist, dessen Sturmböen aber als Brandbeschleuniger gewirkt haben. So wurde für viele in Lahaina der Traumurlaub binnen kürzester Zeit zum Albtraum. Und wir blicken jetzt noch auf weitere Meldungen des Tages im Überblick. In Ecuador ist der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio nach einem Wahlkampfauftritt in der Hauptstadt Quito erschossen worden. Eine der größten kriminellen Banden des Landes soll sich zum Attentat bekannt haben. Der amtierende Präsident hat 11 Tage vor der Wahl einen 2-monatigen Ausnahmezustand über das Land verhängt. Das Attentat sei ein Versuch, die Wahl zu sabotieren, so der Präsident.
Polen will bis zu 10.000 Soldaten an die Grenze zu Belarus schicken. Das soll der Abschreckung dienen und mögliche Angriffe verhindern. Polen fürchtet um seine Sicherheit, seitdem hunderte Wagner-Söldner nach ihrem Putschversuch in Russland nach Belarus gegangen sind. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat 7 verschiedene Badeseen überprüft und in allen Gewässern Mikroplastikpartikel gefunden. Am schlechtesten hat dabei die Alte Donau in Wien abgeschnitten. Am wenigsten Plastik wurde im Lunzer See und Attersee gefunden. Greenpeace fordert einen verbindlichen Ausstiegsplan für Plastikverpackungen. In Skandinavien sorgt das Sturmtief Hans für sintflutartige Regenfälle und Verwüstung. Die Wassermassen lassen Flüsse über die Ufer treten. In Norwegen wurden ganze Häuser von den Fluten weggeschwemmt. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Russland schickt heute Nacht zum ersten Mal seit 50 Jahren ein unbemanntes Raumfahrzeug zum Mond. Die Sonde Luna 25 soll am Südpol des Mondes etwa Bodenproben entnehmen und nach Wasser suchen. Weltraumexperten sehen in der russischen Mondmission eine Art Machtdemonstration und Propaganda.